Servus aus Leobersdorf. Das ist der Mani, unser langjähriger Mitarbeiter in der Technik, und ich bin der Raphael und wir beide arbeiten bei Varotherm. Und heute schauen wir uns diese Kompaktplatte an. Mani, wieso brauchen wir die eigentlich? Naja, gerade bei der Sanierung, wenn du davor stößt, du erbst zum Beispiel ein altes Haus mit einer bestehenden Heizkörperanlage, du möchtest das Ganze umrüsten auf eine Fußbodenheizung, dann wäre das hier unser Rohrträgerelement. Viele schreiben uns auf Facebook und Social Media und auch über die E-Mails, kann man diese Rohrträgerplatte überall drauflegen? Grundsätzlich ja. Denkt da zum Beispiel mal an Dachgeschossausbau. Könnte man die Platte zum Beispiel auf einen bestehenden Estrich drauflegen. Oder wenn das altes Bauernhaus zum Beispiel ist, könnte der ganze Fußbodenaufbau mittels USB-Platte erfolgen. Wenn ich mir die Platte da so anschaue, dann sehe ich, dass die da so ausgefräst ist. Warum ist das so? Na schau her, ich zeige dir das. Die Ausfräsungen sind dafür da, damit wir unser Rohr dementsprechend montieren können. Da drüber kommt dann unsere Füllmasse und dann habe ich eine fertige Oberfläche für den Bodenbelag. Und dann wird er schneller warm, oder was? Ja, wenn man genau hinschaut, das Rohr ist fast an der Oberfläche. Dadurch habe ich eine sehr gute Wärmeübertragung und natürlich auch eine rasche Reaktionszeit. Was wir uns noch nicht angeschaut haben, sind diese zwei Platten da. Wieso braucht man die? Naja, wenn es von der Aufbauhöhe her möglich ist, gibt es zum einen die Trittschalldämmplatte mit 5 mm Dicke. Oder wenn es wärmetechnisch notwendig ist, kann man auch eine XPS-Platte mit 10 mm direkt unter die Variocom-Platte legen. Wenn ich jetzt an die Sanierung denke, dann ist ja die Aufbauhöhe ein Riesenproblem. Richtig, aber nicht bei uns. Wir haben 20 mm Aufbauhöhe. Das heißt, man verliert auch in der Raumhöhe relativ wenig. Und durch das, dass das System nur 25 Kilo pro Quadratmeter aufweist, ist es erstens einmal gut für die Statik und zweitens noch besser für den Installateur. Jetzt sagen viele auf Social Media, hey, das schaut ja aus wie Legosteine. Geht das genauso einfach? Das ist total einfach. Man legt diese Platte am vorbereiteten Untergrund hin, das Rohr hinein, Füllmasse drüber und nach circa 4 Stunden kann ich mit dem Ausheizen beginnen. Weitere 2 Tage später kann ich mir den Bodenbelag drauflegen. Lässige Geschichte.